Erster Akt. Becquerel. Henri Anton Becquerel entdeckte 1896 die natürliche Radioaktivität am Uran, fand den physikalischen Charakter von Beta-Strahlung heraus und erhielt 1903 gemeinsam mit dem Ehepaar Marie und Pierre Curie für die Entdeckung der Radioaktivität den Nobelpreis für Physik. Nach seinem Tod 1908 wurde ihm zu Ehren die Einheit der Aktivität radioaktiver Stoffe Becquerel genannt. Zweiter Akt. Uran neutral betrachtet. Schauen wir uns das Gestein Uran aus neutraler Sicht etwas genauer an. Es leuchtet und strahlt von selbst. Es ist natürlich vorkommend und es gibt ohne Zufuhr von außen Energie zur freien Verfügung ab. Das bedeutet, dass dies lediglich ein natürlich vorkommendes leuchtendes Gestein ist. Aus philosophischer Sicht könnte man sagen, ein Lichtbringer oder ein lichtvolles Geschöpf. Dritter Akt. Die heilende Wirkung. Nach der Entdeckung von Radium 1898 wurde Radioaktivität zum Gesundheitstrend. In Europa öffneten zahlreiche Radiumkurbäder und in Frankreich gab es eine Kosmetikserie namens Thoradia, die das radioaktive Element als Schönheitselixier in Cremes und Puder packte. Zur damaligen Zeit war der allgemeine Kenntnisstand, dass Radium ein Heilmittel ist und die Menschen gesünder und schöner macht. Bei Thoradia in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als Gesichtscreme und Puder angeboten, versprach man sich eine verdoppelte Wirkung durch die Kombination der Wirkstoffe Radium und Thorium. Die Gesichtscreme enthielt 0,5 Gramm Thoriumchlorid und 0,35 Gramm Radium in der 100 Gramm Dose. Die Rezeptur wurde 1932 in Frankreich patentiert. Ein rosa Ton war damals modern, der radioaktive Paste sorgte bestens dafür. Nachdem der französische Arzt Alfred Curie Anfang 1933 das Apotheken-Exklusivprodukt Thoradia auf den Markt brachte, wurde dies Grundstein einer Präparatserie, die noch bis fast 1960 florierte und auch Seife, Lippenstift, Puder und ein Mundantiseptikum umfasste. Zur Marktreife gelangt war auch eine radiumhaltige Schokolade als verjüngendes bzw. die Gesundheit förderndes Nähr- und Genussmittel. Der Radiumwasserzwieback einer Bäckerei in St. Joachimsthal wurde unter Zusatz Joachimsthaler Radiumwasser produziert. In diesem Zusammenhang interessante Exponate besitzt das Museum der amerikanischen Health Physics Society, darunter Radiumbutter, Radiumbier, Radiumzigaretten, ja sogar Radiumkondome und Radiumschuhcreme. Zusammengefasst diesen Tatsachen folgend könnte man behaupten, dass Radioaktivität durchaus eine heilende bzw. gesundheitsfördernde Wirkung auf den menschlichen Körper hat. Vierter Akt. Die Atombomben. Nun muss man sich vorstellen, dass dies eine äußerst positive, der Allgemeinheit zugängliche Möglichkeit der Genesung und Heilung war. Daraufhin könnte einer gewissen Interessensgruppe der Gedanke gekommen sein, wie man diesen Rohstoff besonders effektiv und gewinnbringend einsetzen kann. Man müsste es dem Volk wegnehmen, um es ihnen dann wiederum zu verkaufen. Die Geburtsstunde der Atombombe. Man führte 1945 im großen Stil zwei Militärangriffe mit Hilfe von Napalmbomben durch, veröffentlichte danach Horrorgeschichten mit passendem Bildmaterial und zensierte alles, was dem widersprach, durch die Bürgerzensurabteilung CCD, Civil Censorship Detachment. Wenn man etwas lange genug propagiert, glaubt es das Volk irgendwann. Vor allen Dingen, wenn es in den Schulbüchern steht. Zudem, und das ist der wichtigste Teil, erklärt man, dass diese Explosion ihren Grad der Gefährlichkeit nur durch radioaktives Material und der somit freigesetzten Radioaktivität erreichen konnte. Das Problem dabei ist, Metall in Kontakt mit Metall, sei es Gold, Silber, Blei, Eisen, Uran jeder Art inklusive Uran-235, spalten sich nicht exponentiell und explodieren nicht, initiiert von Polonium, Beryllium, selbst nachdem es mechanisch zusammen verdichtet wird. Und das auch noch plötzlich. Zusammenfassend kann man sagen, dass Radioaktivität erstmalig in ein negatives Bild, nämlich das des Todbringenden, gerückt wurde und somit das bis dahin errungene Wissen mit Radioaktivität ist gleich böse überspielt wurde und niemand mehr damit etwas zu tun haben wollte. Das störte die herrschende Klasse aber nicht und gab zeitnah den Bau des ersten Atomkraftwerkes in Auftrag.
das dann 9 Jahre später, 1954, fertig wurde und in Betrieb ging. Zufälligerweise fand im gleichen Jahr, circa einen Monat davor, die erste Bilderberger Konferenz statt. Fortan wurde der Bevölkerung ein Teil des Stroms, den sie beziehen, durch Atomkraftwerke verkauft. Den Preis bestimmt natürlich der Inhaber. Zudem setzte man seit 1945 zulasten der Steuerzahler radioaktives Material für militärische Zwecke wie zum Beispiel Munition oder Panzerbeschichtungen ein. Jetzt könnte man glauben, dass die Geschichte der Radioaktivität ein Einzelfall ist. Schauen wir uns doch zum Vergleich die Geschichte von Hanf an. Hanf gehört zu den ältesten und vielfältigsten Kulturpflanzen der Menschheit. Er war über 6 Jahrtausende ein ökonomisch wichtiger Lieferant für Fasern, Nahrungsmittel und Medizin. Hanf wurde fast in allen europäischen und asiatischen Ländern angebaut und stellte eine wichtige, zum Teil die wichtigste Rohstoffquelle für die Herstellung von Seilen, Segeltuch, Bekleidungstextilien, Papier und Ölprodukten dar. Die geschichtliche Bedeutung des Rohstoffs Hanf beruht vor allem auf die Nutzung der Fasern als technisches Textil. Im 17. Jahrhundert, zu den Hochzeiten der Segelschifffahrt, erlebte der Hanf in Europa seine Blütezeit. Fast alle Schiffssegel und fast alles Takelwerk, Seile, Netze, Flaggen, bis hin zu den Uniformen der Seeleute, wurden aufgrund der Reiß- und Nassfestigkeit aus Hanf hergestellt. Jedes Schiff benötigte für seine Grundausstattung alle 2 Jahre 50 bis 100 Tonnen Hanffasern. Bis ins 18. Jahrhundert waren Hanffasern zusammen mit Flachs, Nessel und Wolle die Rohstoffe der europäischen Textilindustrie. Dann kamen wieder mal gewisse Interessensgruppen, die in Rohöl investiert hatten, und der Nutzhanf geriet infolge der Marihuana-Prohibition unter Druck. In vielen Ländern der Erde wurde der Hanfanbau unabhängig davon, ob es sich um Nutz- oder Drogenhanf handelte, verboten und ist es teilweise bis heute. Bestimmt alles nur Zufall. Fünfter Akt: Der Kalte Krieg. Als Kalter Krieg wird der dauerhafte Spannungszustand zwischen den westlichen Siegermächten und der damaligen Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Dieser Zustand zwischen den westlichen Mächten und dem Ostblock führte zu einer Spaltung Europas und insbesondere zur Teilung Deutschlands. In der Zeit des Kalten Krieges verkaufte man dem Volk immer wieder, dass es um ein atomares Wettrüsten ging. Somit hielt man es in Angst- und Panikzuständen und machte es gefügig. Dafür verantwortlich und federführend war das Tavistock Institute of Human Relations, also für menschliche Beziehungen, das 1946 durch Mitarbeiter der Tavistock Klinik gegründet und durch eine Spende der Rockefeller Foundation ermöglicht wurde. Die Grundmethode des Institutes war es, den permanenten Schockzustand zu erreichen. Die Erkenntnisse, mit denen die Tavistock Klinik für die Elite von Bedeutung wurde, machte man nach dem Ersten Weltkrieg. Viele der Überlebenden kehrten als gebrochene Männer zurück. Dieses Phänomen wurde als Kriegsneurose bezeichnet, heute allgemeiner posttraumatische Belastungsstörung. In der Tavistock-Klinik stellte man fest, dass die Traumatisierten leicht zugänglich für äußere Beeinflussungen waren. Die Finanziers des Instituts erkannten die Bedeutung, die dies zur Massenmanipulation haben könnte, und steuerten das Institut dahingehend, dass Methoden entwickelt und eingesetzt wurden, die die gesamte Gesellschaft in einen permanenten Schockzustand stürzen sollte. Um dies zu erreichen, würden die Medien permanent die Angst vor für den Zuschauer ungreifbaren Gefahren schüren. Etwa vor Energieverknappung, wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüchen, ökologischer Katastrophen, Atombomben, terroristische Anschläge und so weiter. Der Mensch würde sich angesichts der Bedrohung immer mehr auf sich selbst zurückziehen und versuchen, der Realität zu entfliehen. Über das Unterhaltungsprogramm könnte die Massenmedien dann die durch die Ängste ausgelöste Wut kanalisieren. Sechster Akt: Tschernobyl. Wir schreiben das Jahr 1986. 41 Jahre sind seit Hiroshima und Nagasaki vergangen. Das Thema Radioaktivität rückte zunehmend in den Hintergrund. Doch dann, am 26. April, gab es eine Explosion im Kernkraftwerk von Tschernobyl. Nebenbei bemerkt, zeitgleich fand zufälligerweise die jährliche Bilderberg-Konferenz statt. Es schien fast so, als dürfe dieses Thema nicht vergessen werden. Anfangs erklärten Politiker, dass die radioaktiven Stoffe, die bei der Explosion austraten, komplett ungefährlich seien. 1-2 Wochen vergingen, man gründete eine Strahlenschutzkommission und erklärte, dass man sich mit allen Mitteln gegen die radioaktiven Strahlen schützen müsse. Dies sah folgendermaßen aus: Ausgangsbeschränkungen, nicht rausgehen, wenn es regnet, da dies saurer Regen ist und den Tod bringt,
Ein Großteil der deutschen Ernte wurde wegen Verdacht auf Radioaktivität vernichtet und im gleichen Zuge festigte man hier den Weg für die vergifteten Nahrungsmittel, die wir heute essen. Zusätzlich kamen Grundrechtseinschränkungen, verstärkte Straßen- und Grenzkontrollen, geschlossene Freibäder sowie das Verbot von offiziellen Fußballspielen. Und das alles nur zum Schutze der Bevölkerung. Manch einer erkennt hier die Parallelen zur heutigen Situation. Schauen wir uns das Vorgehen in Tschernobyl an. Es wurden 3 Tage nach der Explosion alle Einwohner der nächstgelegenen Stadt Pripyat evakuiert. Und man ließ sie im Glauben, dass sie innerhalb der nächsten Tage wieder zurückkehren könnten. Danach richtete man eine 10 sowie eine 30 Kilometer große Radiussperrzone unter strenger militärischer Überwachung ein. Trotzdem gelangten in den Jahren danach ca. 200 Menschen illegalerweise wieder in ihr Zuhause zurück und werden seitdem von staatlicher Seite her geduldet. Nun könnte man sich fragen, wenn das Propagierte über Radioaktivität wahr ist, wie haben dann diese 200 Rückkehrer überlebt? Zudem bauen sie ihr eigenes Gemüse an und halten dort ihre Tiere. Ein weiterer Punkt sind die angebotenen Touristentouren, die seit 1998 von Kiew aus starten. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte man doch mindestens 30 Jahre warten müssen, damit eine Lebensgefahr durch Radioaktivität ausgeschlossen ist. Siebter Akt. Gesamtresümee. 2011 hielt die Welt abermals den Atem an. Fukushima in Japan mutierte zum neuen atomaren Krisenherd. Dass bei genauerer Betrachtung sich genauso viele Fragen auftürmten wie zu den fragwürdigen Einstürzen am 11. September, lassen die meisten unreflektiert. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass diese Ereignisse gewollt und zielgesetzt sind. Als würden die unglücklichen Ereignisse der letzten Jahrzehnte, die mit dem Thema Radioaktivität zu tun hatten, nur dafür da gewesen sein, um Generation über Generation mit der Einstellung aufwachsen zu lassen, Radioaktivität ist gleich böse, anstatt sie über die positiven Aspekte aufzuklären. Nun, neutral betrachtet ist Radioaktivität eine Aussendung von Energie, die den Tatsachen der 20er und 30er Jahre zufolge dem menschlichen Körper gut tut. Vielleicht kann man eben diesen Aspekt mit der Eigenschaft der Sonne vergleichen. Sie schenkt uns Lebenskraft und Vitalität. Wir fühlen uns gut, wenn ihre Strahlen uns umgeben. Abschließend kann ich nur hoffen, dass jeder seine Schlüsse daraus ziehen konnte und diese Thematik heute aus einer anderen Perspektive sieht.